Hallo Leute und willkommen zu einem Infovideo, heute auch mal mit wichtigen Informationen. Aber dennoch habt ihr die aktuellen Parts hier verlinkt und ihr kennt das, ihr müsst nur auf das jeweilige Bild klicken, um zum jeweiligen Part zu gelangen. Neben dem Games Fest 12 über Earthworld Adventures oder die aktuellen Parts von Pokémon Bloody Platin und Minecraft gibt es vor allen Dingen den aktuellen Part von Banjo-Kazooie Xbox Live Arcade. Und ja, Banjo kam schon relativ Zeit nicht mehr, also schon lange her seit dem letzten Part. Deswegen habe ich mir überlegt, was können wir denn machen? Irgendein Muster für Banjo-Kazooie auf TGN. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das so. Ich habe jetzt momentan in letzter Zeit gehabt, dass ich dienstags und donnerstags nur ein Video mache und sonst immer zwei. Und dass ich vielleicht jetzt sage, donnerstags kommt dann halt ein Video auf Neosan LPM und ein Video auf TGN, das heißt Banjo-Kazooie. Und dienstags gehen wir dann auch wieder hoch auf zwei Videos am Tag, also jeden Tag zwei neue Videos und bringen da den Games-Test. In der Tat. Mal sehen, wie sich das so einpendelt. Ich denke, das ist eine gute Sache. Nur halt jetzt kam schon ein Games-Test gestern, deswegen weiß ich noch nicht, ob wir das am kommenden Dienstag schon machen. Ich glaube eher nicht. Aber ansonsten wäre es eigentlich eine gute Sache. Also eure Meinung dazu in den Kommentaren. Dass ihr immer jeden Dienstag mit einem Games-Test rechnen könnt und jeden Donnerstag mit einem neuen Part Banjo-Kazooie auf Xbox Live Arcade. Nein, auf TGN. Banjo-Kazooie Xbox Live Arcade ist der volle Name des Spiels. Nun, wer in meinem Profil auf dieses mit den Sternchen Let's Play Übersicht klickt, der hat nicht nur alle meine Let's Plays zur Hand, die ich bislang gemacht habe und kann sie sich auch jederzeit anschauen. Und übrigens immer der Hinweis an alle, da gibt es bestimmt noch geile Spiele, die ihr noch nicht gesehen habt. Und deswegen schaut einfach mal rein und da ist bestimmt irgendetwas dabei, was ihr noch nicht gesehen habt, was euch vielleicht interessieren könnte. Und seid gewiss, ich lese jedes Kommentar, jeden Kommentar. Auch vor allen Dingen, wenn zu alten Let's Plays Kommentare geschrieben werden, das wird dann nochmal einzeln benachrichtigt. Also ich lese alles, da könnt ihr euch absolut sicher sein. Klickt einfach mal durch. Aber ich wollte anspielen auf die kommenden Projekte, die sind nämlich auch unten aufgeführt. Und da erzähle ich unter anderem, ja, wie ich zu dem Spiel stehe, wann es vielleicht in etwa kommt, wie sehr Bock ich drauf habe und so. Und deswegen rede ich jetzt einfach mal wieder offen von der Leber weg über die kommenden Projekte. Auch wenn es ein schlechter Zeitpunkt ist, weil ich momentan richtig viele Projekte am Fuß kleben habe. Aber man darf ja in die Zukunft schauen und zu viel Geheimniskrämerei ist auch nicht gut. Ich habe Bock auf Super Metroid, also Samus Aran darf bald wieder ballern. Aber da haben sich zwei Projekte noch vorgeschlichen, sag ich mal, die mich so fasziniert haben, die ich mir gedacht, Mann, sind die geil, so Ideen, auf die ich gekommen bin. Ich hab da zwei richtig fette Überraschungen für euch, mit denen ihr überhaupt nicht rechnet. Und die ihr sehr, sehr mögen werdet. Also ihr glaubt nicht, ich komme irgendwie... Ja, da wurden schon in den Kanalkommentaren Vorschläge gemacht, sowas wie Endless Ocean oder The Sims. Nein, etwas, was fast alle auf diesem Kanal eigentlich anspricht. Oder, ja gut, das ist allgemein gesagt, aber sehr beliebte Projekte bekommen etwas Krasseres noch dazu. Also ich will gar nicht zu viel verraten. Ihr werdet es lieben. Das eine Projekt vor allen Dingen, das andere finde ich auch sehr, sehr gelungen. Also bei dem einen habe ich auch schon einen Part, den ersten Part, gedreht, weil ich einfach so scharf drauf war, das mal zu zocken. Und es macht so einen Spaß. Also ich will euch jetzt gar nicht nach dem Motto, der das Huhn gackert und legt doch kein Ei, aber trotzdem, ich will es noch nicht verraten, aus gutem Grund. Ja, aber Leute, wie sieht's denn aus? Da müssen erstmal Projekte enden. Und ja, wie sieht's denn aus mit Banjo-Kazooie? Also wenn Banjo-Kazooie zu Ende ist, ist nichts Neues auf TGN geplant. Der Fokus wird auf den eigenen Kanal gelegt. Aber natürlich mache ich das gerne noch zu Ende. Und was kommt da noch? Ja, ich habe aufgenommen, ich muss jetzt noch Rusty Bucket Bay machen und Click Lockwood. Und vor allen Dingen der Click Lockwood, der ist ja... der ist ja eine Politik für sich, muss man sagen. Ihr kennt das. Okay, aber naja. New Super Mario Bros. DS ist fertig aufgenommen. Ihr wisst es, 35 Parts, also das ist bald zu Ende. Aber eben weil wir zu viele Projekte haben, würde ich sagen, dass nach diesem Projekt kein neues startet.
Man darf nicht vergessen, mit Minecraft Mario Kart Wii ist auch noch dickes Zeug am Start. Und ja, was danach als nächstes enden wird, das ist Wario Land The Shake Dimension nach 17 Parts. Und da dürft ihr euch auch auf jede Menge freuen. Das Ende auch mal wieder cool gemacht. Die Endbosse, also nicht nur die einzelnen Bosse in den Welten, auch der letzte Boss richtig schön gemacht, richtig klassisch. Also da könnt ihr euch auf einiges freuen. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass ein neues Projekt kommt nach Wario Land. Ja, ich denke schon, ich denke schon. Pokémon Bloody Platin hat erstmal kein Ende in Aussicht, ne? Und Mario Sunshine dauert noch ein bisschen. Und Resident Evil 4 auch. Tja, und die Resident Evil Fans, wie sieht's aus mit Resident Evil 5? Also ich würde das machen nach Teil 4 eigentlich. Aber ich weiß nicht genau, wie lang das ist. Also, wenn Leute, die Teil 4 und 5 gespielt haben, können ja mal in die Kommentare schreiben, welcher Teil denn länger ist. Oder sind die in etwa gleich lang? Oder ist Teil 4 länger? Oder Teil 5? Damit ich in etwa einschätzen kann, denn ihr wisst ganz genau, Resident Evil 6 kommt raus und das wird natürlich auch auf meinem Kanal folgen. Das passt perfekt. Als hätte ich mit Capcom abgesprochen, dass Teil 6 genau dann erscheint, wenn ich die ganzen Resident Evil Teile durch habe. Haha. Genial. Okay. Und ansonsten könnt ihr euch wirklich freuen auf die Hammer-Projekte. Mario Kart Wii wird auch kommen mit Cheatern. Schlimmer als je zuvor. Also ihr seht schon, ich habe einiges vor und ja, ich habe wieder versucht, ein bisschen mehr aufzunehmen, damit ihr eben jeden Tag zwei Videos sicher habt. Und das werde ich durchziehen, denke ich mal. Und mich da ein bisschen ranhalten. Mal sehen, wie es dann aussieht mit dem Mai-Feiertag oder 17. Mai ist auch was und 28. Mai, sehr viele Feiertage. Dass ich da dementsprechend auch aktiver werde, wenn ihr Zeit habt. Auf jeden Fall freue ich mich auf alles, was kommt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, das, die Kerninfo, die ich mitteilen wollte, war eben jeden Dienstag Games-Test. Nur nächste Woche ist noch ein bisschen zu kurzfristig. Das wird sich dann einpendeln. Und jeden Donnerstag Banjo-Kazooie Xbox Live Arcade. Das wäre alles, was mir im Moment einfällt. Wie gesagt, wenn ihr eins von den vier Videos, was ich hier verlinkt habe, noch nicht gesehen habt, dann klickt mal an. Und vor allen Dingen Banjo-Kazooie braucht Unterstützung. Und ich gebe mir echt Mühe und es ist ein geiles Let's Play. Ein tolles Spiel. Schaut mal rein. Würde mich sehr freuen. Okay, Leute, das wär's soweit. Bis dann und ciao.